Nach 4 Spielen liegt Valero Zürich auf dem 2. Tabellenrang und hat weiterhin gute Chancen, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Zum nächsten Spiel empfangen die Schweizer Meisterinnen Steinta Bacău. Gegen die Rumäninnen hat man das Hinspiel knapp 2:3 verloren. Gelingt Valero die Revanche für die bittere Niederlage? Valero Zürich gegen Steinta Bacău. Donnerstag 19.45 Uhr live im Sportszene-Fernsehen. Die CEV Dennis Bank Volleyball Champions League wird präsentiert von Valero Zürich und der Schulthess-Klinik.